wenn du vorher Aufsteiger bist und dann auch eine Saison so gut spielst wie Union, dann versuchst du dich natürlich weiterzuentwickeln. Und dann haben sie dazu ein paar Spieler geholt, die das Ganze besser machen. Robin Knoche, den ich auch in Wolfsburg gehabt habe, ist ein sehr guter Aufbauspieler. Über Max Kruse wurde schon oft gesprochen, ist jemand, der eine Mannschaft fußballerisch auch besser macht. Aber es sind ja nicht nur die, sondern auch andere Spieler sind in der ersten Liga angekommen und dadurch werden sie automatisch besser. Also man sieht, dass sie fußballerisch der Ansatz auf alle Fälle nochmal ein Stück besser geworden ist, definitiv. Wir haben jetzt ein bisschen mehr als ein Viertel der Saison gespielt. Ich kann jetzt nicht großartig erkennen, dass sich die Ausgangssituation geändert hat. Wir sind zu Hause am Freitagabend und es ist das Derby. Insofern ist es keine Frage, dass wir dieses Spiel unter mehreren Aspekten siegreich gestalten wollen. Und nicht zuletzt auch deshalb, weil es Zeit wird, in Berlin jetzt im Olympiastadion für uns das erste Heimspiel zu gewinnen. Wir haben ja auch einen Spieler oder einen anderen Spielertypen wie Max, der Spiele entscheiden kann. Und da gehört Matthäus definitiv dazu. Er macht eine gute Entwicklung, was das betrifft. Emotionalität, die hat er einfach in sich drin. Und das ist auch so sein Spiel, so diese Leidenschaft, das ist gut. Und ich glaube, dass er immer entscheidend sein kann für uns. Das hat er schon in den ganzen Spielen gezeigt.